Hallo, wenn du schon immer mal wissen wolltest, wieso es Stress zwischen der Volksrepublik China und Taiwan gibt, solltest du dir dieses Video ansehen oder im Zweifelsfall selber googeln. Ich empfehle das Video hier. Du wirst wahrscheinlich auch noch einiges darüber herausfinden, wie die Geschichte Chinas die Supermacht China heute beeinflusst hat und wie es dazu kam, dass China ein derart wichtiger Global Player wurde. History in use. Heute möchte ich mit euch einen Blick auf die Volksrepublik China werfen. China ist eigentlich alle paar Wochen, jede Woche wahrscheinlich sogar in den Schlagzeilen, in der Zeitung wegen Handelsbeziehungen mit den USA, mit Europa, was auch immer. Aber genauso häufig, zumindest im jährlichen Rhythmus, sehen wir Botschaften oder Überschriften wie diese hier, die ich für euch hier rausgesucht habe. Hier vom 31. August 2020, das heißt gerade mal 20 Tage alt. Spannungen China-Tschechien nach Taiwan-Visite des Senatspräsidenten. Jetzt ist natürlich die Frage, was hat Taiwan mit einer Visite des Senatspräsidenten aus Tschechien zu tun und wieso gibt es da Spannungen zwischen China und Tschechien? Um diese Frage zu beantworten, muss man etwas zurückgehen und wir schauen uns dementsprechend nämlich erst einmal an, wo wir überhaupt sind. Hier sind wir also. Wir sind hier am Osten unserer Landkarte sozusagen, die Volksrepublik China. Wir haben die Philippinen, Thailand, Myanmar, Malaysia. Aber was auffällt, Taiwan ist nirgendwo drauf. Das liegt nämlich daran, dass Taiwan offiziell nämlich eigentlich die Republik China auf Taiwan ist. Werfen wir jetzt mal einen Blick auf die historischen Entwicklungen. China hat heute ganz unzweifelhaft den Status einer Weltmacht. Aber woher kommt eigentlich diese Weltmacht China? Und vor allem, ist sie überhaupt so einig, wie es von außen immer scheint? Erst 1921 konnte China nach zahlreichen Konflikten unter General Chiang Kai-shek vereinigt werden. Wobei vereinigt wahrscheinlich ein ziemlich großzügiger Begriff ist. Das Land war damals noch sehr, sehr zerrissen. Einerseits gab es nämlich die Nationale Volkspartei, eben unter diesem General Chiang Kai-shek. Andererseits allerdings machten sich auch die Kommunisten unter Mao Zedong einen Namen, ne? Also auch hier der Kommunismus, der im Anschluss an den Ersten Weltkrieg zunehmend Verbreitung ja, auf der Welt tatsächlich fand. Und wenig überraschend, zwischen beiden Parteien gab es Spannungen, die schließlich in einen Bürgerkrieg mündeten. Und dieser Bürgerkrieg wiederum sorgte dafür, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Volksrepublik China gegründet wurde. Gleichzeitig jedoch gelang Chiang Kai-shek die Flucht, allerdings eben auf die Insel Taiwan. Und dort gründete er die Republik China. Als Mao dann die Herrschaft in der neuen Volksrepublik China übernommen hatte, begann er damit, die Wirtschaft ganz, ganz enorm umzubauen. Ziel war es, den Staat in eine kommunistische Zukunft hineinzuführen. Und 1958 begann also das Programm der große Sprung nach vorn. Vorbild war Sowjetrussland und diese Umgestaltung wurde mit einer enormen Geradlinigkeit durchgeführt und sorgte für unglaubliche Opfer unter der Zivilbevölkerung. Alleine aufgrund von Verurteilungen und Hinrichtungen gab es in etwa 3 Millionen Tote. Allerdings wurde gleichzeitig die Agrargesellschaft umgebaut hin zu einer Planwirtschaft. Und hier sind die Schätzungen noch extremer.
Die Rede ist hier von bis zu 55 Millionen Menschen, mindestens jedoch 15 Millionen Menschen, die aufgrund von Hungersnoten in dieser Umstrukturierung den Tod fanden. Eine permanente Revolution sollte zu einer klassenlosen Gesellschaft führen, in der es keine Unterschiede zwischen Stadt und Land mehr gab. Die Katastrophe jedoch, die sich daraus ergab, war vollendet. Auch 1966, als die große proletarische Kulturreform begann, gab es noch Unmengen an zivilen Opfern in der Bevölkerung. Die Jugend Chinas wurde mobilisiert, sie bildete die sogenannten Roten Garden heraus. Das Rote Buch wurde zur Bibel der Kommunisten, enthielt die wichtigsten Regeln, Ideen, Vorschläge. Und eine Gewaltwelle rollt über das Land und auch hier wieder Hungersnöte, sodass wir in diesem Zeitraum von etwa bis zu 20 Millionen Opfern ausgehen können. Die Kommunistische Partei übernimmt erneut die Macht und scheinbar läuft es mit dem Umbruch in China noch nicht so wahnsinnig erfolgreich. Nach dem Tode Maos jedoch beginnen zarte Reformen, also etwa ab 1978. Es kommt zu einer zunehmenden Modernisierung. Die zentrale Planwirtschaft, die wird durch marktwirtschaftliche Methoden jetzt erweitert. Das heißt, es wird nicht mehr alles zentral gesteuert. Die Produktion und das Einkommen der Menschen steigt. Dennoch gibt es in den 70er, 80er Jahren weitere Konflikte. Studenten fordern weitere Reformen, aber Parteifunktionäre beharren auf ihrer Macht. Und so kommt es 1989 zum Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens. Auch hier wieder ein Ereignis, das in die Geschichte einging. Zwar wurden auf dem Platz selbst keine Menschen getötet, allerdings starben in der Stadt vermutlich mehrere tausend Menschen. Inspiriert worden war das Ganze von den Reformbewegungen in der Sowjetunion und beispielsweise Ungarn, also im europäischen Ostblock, wurde aber eben blutig niedergeschlagen. Und seitdem, wo befindet sich China nun? Einerseits zeigt sich China als ein sehr stark aufstrebendes Land. 1971 wurde es in die UNO aufgenommen und die Republik China auf Taiwan verlor damit ihren Sitz in der UNO. China ist seit 1970 eine wirtschaftliche Großmacht mit enormem Wachstum. Das hat sich bis heute eigentlich nicht verändert. Das heißt, wir haben immer noch unglaublich viele Produkte made in China. Die deutsche Autoindustrie könnte nicht ohne China exportieren, aber eigentlich auch kaum noch produzieren. Und China ist sozusagen die Arbeitsbank der Welt. Andererseits, und auch das hat sich nur wenig geändert, China besitzt nach wie vor ein sehr undemokratisches System. Die Kommunistische Partei regelt im Wesentlichen alles. Die Kluft zwischen Arm und Reich ist immer noch sehr groß, obwohl ein starker Wille zum sozialen Aufstieg besteht. Aber gerade in den Ländern oder auf dem Land ist es im Vergleich zur Stadt sehr, sehr schwierig. Die Umweltprobleme sind nach wie vor ebenfalls stark vorhanden. China gilt nicht als das umweltbewussteste aller Länder. Korruption und Willkür sind immer noch ein Thema und auch und besonders die Missachtung der Menschenrechte ist auch heute noch ein großes Thema. Man denke zum Beispiel an die Minderheit der Uiguren, die zum Teil heute kaum verhohlen unter den Augen der Weltöffentlichkeit in Internierungslager gesteckt werden. Dennoch oder vielleicht auch trotzdem ist China zu einem herausragenden Global Player geworden. Und seine Geschichte zeigt, wie sehr ein Land, das von uns aus sehr weit weg ist, die Geschichte beeinflusst hat und immer noch beeinflussen kann.